Jo Freunde, was geht ab? Aus hier von Shishami. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute geht es um ein Video, was mehr oder weniger für Anfänger gilt, aber ich denke auch der fortgeschrittene Shisha-Raucher kann hier und da ein paar Tipps abholen, denn es geht darum, euch zu erzählen, auf was ihr achten müsst, wenn ihr eine Shisha neu gekauft habt, also was die ersten Steps sind, und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, dann lass uns mal mit dem Video anfangen, würde ich sagen. Hier haben wir jetzt einfach mal als Beispiel eine Shisha genommen aus dem Hause Secret. Das ist die Kosmospfeife, eine Edelstahl-Shisha. Also das Erste, was ihr machen müsst, ist immer natürlich alles auf die Vollständigkeit überprüfen. Das heißt, hier wäre das jetzt mit einem Mundstück Teller, ist oben gut verpackt. Ihr packt alles schön aus, alles erstmal auf den Tisch oder wo auch immer ihr seid, sortieren. Und dann zeige ich euch, wie man das Ganze am besten aufbaut, denn viele wissen noch gar nicht, wie man eine Shisha wirklich zusammenbaut. Und ich denke, so ein Video könnte ganz hilfreich sein. Hierbei handelt es sich ja um eine, ich sag mal, Standard-Edelstahl-Shisha. Also sowas wie mit 18-8 Schliff und Kopfadapter mit Schliff und so weiter. Deswegen sollte das dann eigentlich so genügen, damit ihr euch mit den anderen Pfeifen genauso auskennt. Auch was das Aufbau, was den Aufbau angeht, das sollte eigentlich alles dann gar kein Problem mehr sein. Ich packe erstmal hier alles aus und dann zeigen wir mal, wie das Ganze hier aussieht später. Okay, Freunde, wir machen das Ganze jetzt anhand einer Edelstahl-Shisha. Ich habe das Ganze schon ausgepackt, das ist die Kosmospfeife. Und ich denke, die Edelstahl-Pfeife, ganz normal, Standard, ohne jetzt viel Schnickschnack, sollte eigentlich jeder, wenn er sie aufbauen kann, auch andere Pfeifen aufbauen können. Also ihr glaubt mir gar nicht, wie viele Leute mich anrufen, wenn sie eine Shisha gekauft haben und sagen, ja, wo kommt das hin und wo kommt das Teil hin? Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich ein Video dazu und dann kann ich auch immer wieder dieses Video aufrufen, wenn jemand die Frage hat. Also als allererstes, wenn ihr so alles ausgepackt habt, schaut ihr euch die ganzen Teile erstmal an, ob irgendwas fehlen könnte oder natürlich, ob das Glas oder irgendwelche anderen Teile beschädigt sind. Das sieht jetzt erstmal alles soweit gut aus. Und das Erste, was ihr macht, bevor ihr überhaupt irgendetwas aufbaut, ist diese ganzen Teile zu nehmen und alle einmal mit Wasser durchzuspüren. Also sowohl das Glas, als auch die Rauchsäule, Base und die ganzen Adapter hier. Auch das Mundstück, den Silikonschlauch könnt ihr alles waschen. Und das rate ich euch auf jeden Fall auch zu tun, denn das Ganze kommt immer noch aus dem Ausland, also meistens aus China und ist von der ganzen Produktion hierher gewandert mit dem Versand und so weiter. Auch wenn alles in Folie gewickelt ist, würde ich es trotzdem erstmal waschen und erst dann rauchen. Nach dem Waschen, was ihr macht, ist das Ganze aufzubauen. Dazu nehmt ihr erstmal die Base und am besten die Rauchsäule. Ich denke, für die meisten für euch sollte das nicht klar sein, wie das aussieht, aber ich mache es trotzdem einfach mal, Base an Säule, einfach dran geschraubt und als Nächstes nehmen wir die Schlauchadapter. Hier sind jeweils in einem Schlauchadapter, das ist auch ganz wichtig, auch ein guter Tipp, da ist eine Kugel drin, ja, eine Ventilkugel. Diese Ventilkugel dient dazu, dass wenn ihr zu viert raucht oder zu zweit raucht, muss überall in einem Adapter eine Kugel sein. Ist das nicht der Fall und ihr raucht zu zweit und ihr habt in einem Adapter keine Kugel drin, könnt ihr nicht zusammen gleichzeitig ziehen. Das heißt, der eine, der die Kugel nicht drin hat, muss ständig den Schlauch zuhalten, damit der andere auch ziehen kann, ansonsten zieht er die Luft von ihm raus. Das heißt, wenn ihr zu zweit raucht, lasst alle vier Kugeln drin, dann könnt ihr gleichzeitig ziehen, aber natürlich auch nicht mehr rauspusten. Wenn ihr aber eine Kugel draußen habt oder alleine raucht, macht ihr die Kugel da raus, wo euer Schlauch drin ist, dann könnt ihr nämlich auch auspusten und habt keine Probleme mehr, wenn der Kopf irgendwie zu heiß geworden ist. So, das Ganze sieht dann so aus. Die vier Schlauchadapter sind schon mal dran. Mehr ist es eigentlich nicht. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind diese Schlauchanschlüsse. Davon gibt es auch vier Stück. Die sind aus sogenannten 18-8 Schliff Schlauchanschlüsse. Die kommen hier rein und da rein. Für was sind die? Die sind natürlich für den Silikonschlauch. Die tue ich nämlich hier dran stecken. Dann braucht ihr keine Gummidichtung mehr, ihr steckt einfach den Schliff in den Schlauchadapter und das Ding hält fest und es fliegt nicht mehr raus und ihr braucht kein zusätzliches Gummi oder irgendwas noch zum Befestigen. So, aber das kommt erstmal weg, denn wir sind noch gar nicht fertig mit dem Aufbau. Also, nachdem wir die ganzen Adapter drin haben, könnt ihr eigentlich als Nächstes schon das Taucher befestigen. Hier beim Taucher sieht man, da ist unten eine Art Diffuser dran. Dieser Diffuser ist dafür da, damit das Wasser entweder leise blubbert oder einfach laut ganz normal blubbert. Habt ihr den weg und macht das Ding so ins Wasser, blubbert die Shisha lauter, habt ihr den Diffuser dran, ist das Ganze natürlich leiser durch diese Löcher und die Verteilung vom Blubbern, ist es nicht mehr ganz so laut und ich empfehle es eigentlich immer drauf zu lassen,
weil beim Filme schauen und so weiter ist das schon sehr, sehr entspannend, wenn es nicht so laut blubbert. Ganz weg geht es damit nicht, aber es wird deutlich leiser. So, dann haben wir das Taucher auch erstmal dran. Das können wir erstmal so lassen und das Ding hier auf die Bowl setzen. Die Bowl haben wir, wie gesagt, vorher gewaschen. Das ist ganz wichtig. Dann wird das Ding hier reingesetzt und zugeschraubt. Es gibt auch Klickgewinde, dann müssen wir es nur einmal draufsetzen und zuschrauben. Hier ist jetzt ein normales Gewinde. Einfach dran setzen und zu damit. Was fehlt jetzt noch? Hier oben die anderen Teile. Das wäre einmal der 8/8 Schiffadapter für den Molassefänger, falls ihr einen habt. Das heißt, das wird dann hier so reinkommen, der Molassefänger. Und dann der Schliffadapter. Wir haben jetzt hier keinen. Das ist jetzt original, so wie es zu euch nach Hause geliefert wird. Einfach den Schliff hier rein. Teller drauf. Und den Kopfadapter, das andere Teil, hinterher. Dann zu guter Letzt noch ein paar allgemeine Hinweise zum Kopfbau. Dann noch ein paar allgemeine Hinweise zum Dann gibt es noch ein paar allgemeine Hinweise zum Kopfbau. Es gibt so ein sogenanntes Standard-Setup, kann man sagen, wo der Tabak einfach locker flockig reingefüllt wird bis zum Rand. Und dann braucht ihr eigentlich nicht viel mehr machen. Ihr dürft nicht runterdrücken, ihr solltet nicht irgendwie alles zur Seite schieben und ein Riesenloch in der Mitte lassen. Einfach locker flockig rein. Die Flocken, die noch drüber schauen, einmal ein bisschen reindrücken. Ansonsten macht ihr den Aufsatz drauf, setzt das Ganze auf die Shisha und dann legt ihr 3 Kohlen in diese Ablage hier. Manche nutzen auch 4 zum Anrauchen, nehmen dann eine Feder runter. Ich würde sagen, macht einfach 3 drauf und macht ein bisschen enger. Und dann lässt es vielleicht eine Minute stehen, zieht ein paar Züge. Und wenn es dann angeraucht ist, schiebt ihr die Kohle einfach nach außen. Wenn es dazu schwach ist, macht ihr 2 rein und eine nach außen und so weiter. Und dann sollte eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Und ich denke, ihr solltet bereit sein, jede Shisha, die ihr seht, aufbauen zu können. Außer vielleicht die ein oder andere russische Pfeife, die wirklich noch komplizierter ist als das. Aber da gibt es ja meistens auch eine Anleitung mit dazu und ich denke, das sollte dann gar kein Problem mehr sein. Ich denke, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen Anfänger damit helfen. Klar, die Profis werden sagen, ich wusste jetzt schon alles, aber nichts Neues oder so. Aber das ist klar, das war auch eher für die Anfänger gedacht. Und ich denke, jeder, der jetzt eine Shisha das erste Mal gekauft hat und das Setup noch nicht ganz verstanden hat, sollte damit geholfen sein. Also, wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like da lassen, ein Kommentar und natürlich das Abo nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.